So, Xikalango, du bist mein. Der Tag gehört uns, Herr. Der Feind ist besiegt. Edler Herr, wir haben gesiegt. So, das war auch ein Auftrag, nicht wahr? Ja. Ich bekomme 5000 Gold, nicht viel, aber trotzdem etwas. So, dann machen wir die grundlegenden Dinge. Erstmal ein Trampelpfad, dann den Hafen, damit wir handeln können. Dann eine kleine Kirche, damit wir nicht durchdrehen. Danach ein Kornmarkt. Brodung und so weiter. Perfekt, damit hätten wir das. Der darf sich dann... Die Söldner brauchen wir nicht mehr. Die sind teuer, die können weg. Die Truppe kann sich mal mit dem Hauptmann hier zusammen... mit dem General Francisco hier zusammenschließen. Vielleicht können wir da noch was machen. Ich bin bereit zu handeln. Ja, du handelst ganz gut. Perfekt. So, Widerstand zwecklos. Feindarmee vertrieben. Agosto. Und Rekrutierungsbericht. Den haben wir noch Missionar gehabt. Perfekt. Okay. Ich habe eine Nachricht von meinem König, edler Herr. Okay, die Neufrankreich will handeln. Ich würde das aber nochmal... Ich hätte noch ein Angebot für Sie. Und zwar sage ich, wer hier der Meister ist. Ich möchte wissen, wo ihr euch verkriecht. Ein vernünftiger Vorschlag. Wir nehmen an. Ein wirklich lohnendes Treffen, mon ami. Damit wir gleich sagen, das gehört uns. Versucht es erst gar nicht. Ah, ein Geschenk. Ein Geschenk des Konsulats. Als Anerkennung für eure Leistung in der neuen Welt wird das spanische Konsulat in Havanna eine Übungsstätte für eure Schießpulvertruppen errichten, um die Wilden mit unserer mächtigen Technologie auszuradieren. Auftraggeber spanisches Konsulat. Betonung. Das spanische Konsulat hat eine Übungsstätte für eure Schießpulvertruppen errichtet. Müssten wir mal vorantreiben dort. Agent entdeckt, wissen wir. Salina Cruz ist da nämlich drin. Den haben wir vorher gesehen. Wo ist mein Spion? Ja, da ist er. So, ein Sturm ist da. Leider hat man die Schiffe erwischt. Ja, mein Herr. Wir segeln morgen weiter. Kleinstadt wächst im Mittler. Müssten wir mal die Mauer errichten, wenn es soweit ist. Die Bevölkerung dieser Kleinstadt hat nun den Punkt erreicht, an dem ihr sie zu einer Stadt aufrüsten solltet. Genau, sonst gibt es eine Überbevölkerung dort, wenn wir die Mauer nicht erweitern. So, Monte de Alban, da haben wir auch einen Agenten, okay. Wichtige Gestalt kommt bei Katastrophe um, Admiral Antonio, das Meer. Möge Gott gnädig sein, der Tod dieses Dieners des Volkes kann nur als schrecklicher Akt göttlichen Zorns angesehen werden, dass ein derart tiefgründiges und dramatisches Ableben natürliche Ursachen haben könnte, scheint äußerst unwahrscheinlich. Ja, das war der Sturm. Ist ein Blitz direkt in die Kapitänskojüte eingeschlagen. Ist Aquaringa neuer Hafen? Tequesta neuer Hafen? Sehr gut. Sieht denn das jetzt finanziell aus? Wir machen Gewinne. Die Häfen bringen's. So, Kaufmann in Tikal. Den checken wir auch gleich mal raus. Ich bin bereit zu handeln. Mit was will ich hier handeln? Holz? Könnte auch was bringen. Fisch ist sehr wertvoll, gerade hier in der Umgebung. Wie sieht's mit Seide aus? Ne, nicht Seide, Textilien. 58. Nicht so gut. Ich würde dann hier mit Fisch handeln. Es geht um viel Geld, ja. Mein Herr. Sehr gut. So, wo ist mein Priester? Mein Herr? Dann müsste er mal hier rüber. Ja, Herr. Ich fahre morgen fort. Ich bin Gottes Diener. So, in Uxmal gibt es ein Bevölkerungs... Minus 12%? Was ist denn da los? Volkswachstum, Pest. Ach so, wir haben die Pest dort. Was schlimm ist, Gouverneur Jose ist hoffentlich nicht betroffen. So, da hätte ich gerne noch ein Missionar. Was wünscht ihr? Ja. So, der darf mal um Kampech herum warten. Bewegung! Eure Majestät! Führen Armeen zusammen! Wir können Leute ausbilden. Wenn wir den mal reinschicken. Vorwärts! Befehle? Können wir die Einheiten fortbilden, okay.
Dann schicken wir ihn wieder raus. Was wünscht ihr? Befehle? Zwar zu der Armee, dann wartet er dort. Schicken wir die Schwertkämpfer mit rein, damit das ein bisschen Kontrolle hereinbringt. Ja. Befehl abrücken. Ja, so viel bringt das nicht. Das sind eben ein großes Problem hier. Allein wie die Religion. Ja, religiöse Unruhe ist halt sehr hoch. Mutz ist auch noch hoch, weil die gerade die Pest haben. Ich würde den Kornmarkt also nicht bauen, sondern die Ortswache, damit wir mehr Gesetze hier reinbringen. Bogner nicht, Büchsemacher, Ledergerber auch nicht. Nee, Ratshaus. Ich würde da noch ein Ratshaus reinbringen, sogar ein Ratshaus davor. So, damit wir das mal unter Kontrolle da bringen. So, der Quester hat. Okay, da war der Entdecker. Ja, der wollte wissen, was wir hier machen. So, Havanna geht's noch gut. Ja, Ambroschützen. Die wollen uns natürlich zu Schießpulvereinheiten hinschicken. Ich werde aber erstmal den Handel weiter vorantreiben. Danach könnten wir hier mal einen Schützenplatz. Nee. Ortswache, Rüstungsjahrmarkt, Taverne, Ratskammer. Eine Ortswache, Schildkämpfer, Pikenmiliz. Ich würde. Wie sieht's denn da gesetzlich aus? Naja, ich würde dann danach die Ratskammer ausbauen, damit wir hier noch die Steuern erhöhen können. Also bis aufs Maximum immer gehen. Hätte ich gerne Ortswache, damit es ein bisschen kontrolliert wird. Au. Etiquester, da könnte ich auch mal die Steuern erhöhen. Sehe ich das nicht? Au. Dieser blöde Stuhl, warte. Ich darf mir einfach nicht so sehr zurücklehnen. So, und dann Monte Alban steuern. Oh Gott, die hauen ja richtig rein. Sind auch fast nur Söldner hier. Wenn ich da meine Einheit ausbilde, wäre es nicht schlecht. Lassen wir erstmal so. Ja, wir bilden mal hier Einheiten aus. Ist schon wichtig, dass sie das hier machen. Missionar wäre auch nicht schlecht. Den könnten wir sogar hier in Monte Alban ausbilden. Da wäre noch ein Slot. Hier hätte ich gern Ambroschützen. Das ist mir schon wichtig. Und dann Übungsplatz. Wir brauchen ein paar Fernkämpfer hier. So, da wir die Steuern senken. Und noch mehr Fernkämpfer. Das ist unser Vorteil hier. Wir können Fernkämpfer haben, die er nicht. So, Kantpech hat immer noch ein Problem, weil das lösen wir gerade. Okay, da wären ganz viele Söldner. Das ist okay. Mein Herr? Den schicken wir mal mit hier rüber. Sehr gut, mein Herr. Kontrollieren wir das hier mal. So, die nächste Siedlung wäre das da hinten. Ich weiß nicht, wie viele Truppen da sind. Den Händler möchte ich nicht wegschicken. Großer Häuptling. Können wir da einen Führer einbauen? Hier ausbilden? Xilango vielleicht? Nee. Hat wir nicht irgendwo noch einen? Da zum Beispiel. Den bräuchten wir. Ihr müsst mal hier rüber gehen. Ich werde meine Beobachtungen bei Sonnenaufgang fortsetzen. Das geht. Mit Fernkämpfern kriegen wir das hin. Wenn Jose mal fertig ist mit seinen Truppen, dann kriegen wir das bestimmt hin. Ja? Wir können den ja mal austauschen. Was wünscht ihr? Wir schicken die mal hier rein. Da wird Francisco in Ux mal reingehen und Jose wird da hier ausgetauscht. Schade um die Musketiere. Die müsste ich mal aussortieren. Dann zurück nach Havanna schicken. Neue Mission. Ist eine Zeiteinflussgebiet zu erhöhen. Otuchan.
Hatten wir sowieso vor. Ja, der Tod geht um. Betroffene, es sieht aber. Oh Gott, Chichen, Uxmal, Chitumal, Altun, Ha, Tikal, Kanpech und Xikalango. 10.000, 9.200 Leute sind gestorben. Und ein Bericht geht noch. Wir verlieren ein bisschen Geld. Wir investieren auch gerade in viele Gebäude. So, da bin ein bisschen da. Und Uxmal. Ich bin Gottes Diener. Ich bin bereit zu handeln. Ja, der handelt fast mit gar nichts. Der kann mal mit Holz handeln. Wie ihr wünscht. So. Eröffne eine Handelsstraße. Ja. So, ich wollte mal Jose hier rausschicken. Dafür geht Francisco wieder in die Stadt. Marschiert! Sehr gut. Ja, mehr fortbilden können wir nicht. Eure Befehle, edler Herr. Eure Majestät. So, die gehen mal raus, dann ist die Kavallerie da. Das ist eine wunderbare Stelle für einen Hinterhalt. Erdträger, ich weiß nicht, ob ich die brauche. Und basta weiter Mittelamerika und sicher auf jeden Fall. Die sind eigentlich schon. Ich hätte gerne eine eigene Armee, also eine Armee, die halt ein bisschen besser zusammengestellt ist. Ich versuche gerade die Religion ein bisschen zusammenzustellen. Wir haben gerade mit Frankreich erstmal unsere Grenzen nicht ausgelotet, sondern wir haben erstmal gesagt, hier sind wir und da sind die. Wir haben uns gesagt, die sind hier und wollen erstmal mit uns ein bisschen handeln. Aber wir haben ihnen auch gleich gesagt, wo wir überall sind, damit die nicht auf die dumme Idee kommen. So, hier sind noch die Azteken da in der Mitte, die müsst ihr noch wegbekommen. Währenddessen versuche ich noch überall den Handel auszubauen, wie man auch hier sieht auf dem Meer. Sind überall die Handelsrouten jetzt drin. Havanna natürlich super gefragt. Und das mit den Häfen funktioniert gerade ganz gut. Wir machen ein bisschen Verlust, weil wir gerade in Gebäude investieren, aber es geht. Dafür, dass wir sehr viele Truppen haben. Und immer noch ein gewaltiger Armeeunterhalt haben. Machen wir eigentlich schon wieder Plus. Also nicht Plus, aber wir verdienen gerade sehr viel. Eure Majestät. So, ich würde noch gerne hier eine Armee zusammenbauen. Hier, die Kavallerie kann noch rein. Dafür können die einmal raus. Abrücken. Wir stecken, mein Herr. So, vier, das reicht doch. Die Truppen zusammen, mein Herr. Die Franzosen werden ja auf jeden Fall auf dumme Ideen kommen, da bin ich mir sicher. Aber sie haben keine Chance hier, nicht gegen mich. Ich weiß noch nicht, was für Truppen sie haben. Aber ich bin hier so vertreten. Die kann ich einfach wegwischen, wenn ich es möchte. Aber wir lassen es doch, vielleicht werden sie nützlich. Ich meine, vielleicht werden sie nützlich, wenn wir hier irgendwann mal nach Norden angreifen, dass wir die Franzosen dazu bringen, dass sie vom Westen aus auch zuschlagen. Wer weiß. Befehle? Ja. So, die Kanone hätte ich auch gerne dabei. Die ist wichtig, die Infanterie kommt mal raus. Bam, so. Dann kommen die. Befehle? Die müssten wir mal wegschicken. Wir warten mal im Hafen, bis ein Schiff kommt. Wir hatten doch irgendwo ein Schiff. Da. Ja, mein Herr. Da ist sogar eine Armee drin, die ganz schön verletzt. Die wird zurück nach Havanna gehen. Damit wir die mal wieder auf Vordermann bringen, dann hat Jose dann eine Armee. Der wird ja auch nicht jünger. Okay, perfekt. Mein Herr? Sehr gut, mein Herr. So, in der Region sieht es auch relativ gut. Okay, da sieht man einen plus 41%. Also wir bekehren die alle dort. Das wird ja was. Okay, wunderbar. Hier im Süden ist es ein bisschen eingefroren. Wir haben zwar die Stadt erobert. Ich erinnere mich aber nicht mehr, wo ich die Armee hingeschickt habe. Wahrscheinlich nach Tikal. Und dann hatte die irgendwas anderes vor. Oder die war zu verletzt. Ich würde aber gerne die Söldner wegschicken, damit wir nicht so viel Ausgaben haben. Die brauchen wir nicht mehr. Das sind zwar Bogenschützen und so weiter, aber was soll's. Die sind so teuer. Kosten dann unter 83, während normale Truppen 50 kosten. Und unsere normalen Truppen sind stärker. So, die ist natürlich jetzt ein bisschen wütend hier, aber wir können jetzt normale Truppen hier ausbilden. Brauchen wir sowieso.
einen weiteren Kaufmann. So, das Wirtshaus. Wir machen erstmal die Ratskammer. Und das wird schon. So, Briganten. Genau, wir haben ein Problem mit Monte Alban. Wenn wir da vielleicht ein paar Truppen hinschicken könnten, damit das sicherer wird. Eure Majestät, marschiert! Damit die nicht auf blöde Gedanken kommen. Mein Herr. So, kann ich noch einen hinschicken? Nee, vorwärts. Mehr geht nicht. Abrücken. Okay, perfekt. Dann, Selena Cruz ist immer noch Hernan, der ein bisschen abbaut, weil er nichts zu tun hat. Vielleicht kann er noch einen Schlag durchführen, aber das sind zu viele Truppen hier. Aber vielleicht können wir von Vera Cruz Truppen anfordern. Ah, wir könnten Tuxtla angreifen. Vera Cruz ist sowieso eigentlich überhaupt nicht gefährdet. Wir sind zwar in der Nähe, aber die Azteken sind komplett beschäftigt mit unseren Verbündeten. Edler Herr, selbstverständlich. Ja, die haben keine Chance. Ich fordere von Vera Cruz Truppen an. Was brauchen wir alles? Also wenn wir ihn rausschicken. Die Steuern noch senken? Ja, gut. Dann senken wir die Steuern da mal. Wir schicken mal unsere Schwertkämpfer raus. Söldner nicht unbedingt. Mal zur Brücke mit denen. So, Vera Cruz, da bräuchten wir Infanterie. Sehr viel Infanterie. Ja, mein Herr. Unser Marsch für heute ist beendet. Und hier könnten wir... Okay, dann kommen noch die Armbrustschützen mit. Ich weiß aber nicht, ob er noch so lange überlebt. Lass mich zuschlagen, Herr. Ja, das will er natürlich, aber so einfach ist es nicht. Okay, wir haben vier Leute, das heißt, wir, nee, das sind fünf. Wir können nochmal, glaube ich, fünf reintun, nicht wahr? Drei, fünf, ja. Das heißt, hier kommen jetzt drei, fünf. Dann hätten wir nochmal drei hier unten. Dann nochmal drei hier. Mal drei da, aber das dauert ein paar Runden. Er könnte kurzfristig auf Bogenschützen setzen. Ich glaube, das machen wir. Die sind nicht so gut. Aber wenn wir angreifen, dann reicht das. Der hat erkundet. Okay, sehr gut. Unser Spion war das. Er wollte wissen, was der andere Spion drauf hat. Und die gehen wieder Selena Cruz rein. Ach, schaffen es nicht. Die guten Torwachen. Aber das wäre wirklich ein Glücksgriff mit den Verbündeten hier. So, keine Aversion. Der ist zwar Kriegsnarben, der ist ja stärker, aber nee, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die eigenen Leute erwachsen werden. Ja, Agent entdeckt. Fremder Agent wurde in die Siedlung entdeckt. Zwar hat man sich mit einer öffentlichen Hinrichtung angemessen um die Gefahr gekümmert, doch sie sind Beweis dafür, dass Wachsamkeit erforderlich ist. Ja. Tod geht immer noch um. 8000 Bewohner gestorben. Wir machen immer noch Verlust. Nicht schön. Okay, aber in Xilanco ist ein Hafen fertig und Havanna ist der Hafen endlich mal besser. Das ist noch mehr Handelsrouten dort. So, einmal Dingens da, ein Missionar. Ich bin Gottes Diener. Wo ist der andere? Monte Alban. Mein Herr? Der darf mal hier runter. Haben wir noch einen? Nee. Ja. Okay, die haben wir schon gekauft. Ich dachte, ich hätte es nicht gemacht. Eure Majestät. Eure Majestät. Tausche ich den mal aus. Ja. Teilen die Armee. Eure Majestät. So, da geht der Mann da kurz. Quatzalcoatlus. Gebt den Befehl. Ja, und der darf dann hier angreifen. Wir schicken sie in die Hölle. Marschiert! Er schafft das schon. So, wir müssen weniger investieren jetzt wieder. Wir müssen ein bisschen Geld sparen. Ja.
am Ambra-Schützen, aber egal. Ja, der kann weg. Kostet 75. Also Ambra-Schützen sind fast doppelt so gut. Weg mit dem. Eure Befehle, edler Herr. So, wo ist mein Schiff? Da. Ja. Ja, mein Herr. Wir segeln morgen. Eure Befehle, edler Herr. Befehle? Marschiert! Mehr Infanterie? Wir könnten noch mehr Infanterie reinstecken. Weil dann hat er keine Fernkämpfer. Aber für Protochan sollte es reichen. Eure Befehle, edler Herr. 7 Leute noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eure Majestät, vorwärts! Ja, da greift er mit den Truppen am Protochan an. Leider keine Fernkämpfer, aber wir haben eine Kanone, um die Bauern einfach wegzuschießen. Es sollte reichen. So, dann Havanna geht's nicht so gut gerade. Wir senken mal die Steuern. Musketiere hätte ich gerne. Wir können sogar schon eine Bombarde ausbilden. Wir warten noch. Quester könnt jetzt einfache Feldwege machen. Danach eine kleine Kirche, damit ihr alles gut geht. Und immer weiter so. Die Quester schlägt sich gut. Dagegen hat diese Stadt hier Probleme. Wir könnten hier eine Ortswache reinsetzen oder ein Rathaus. Rathaus würde ich davor setzen und dann eine Ortswache, damit es ein bisschen unter Kontrolle kommt. Ja. Ja, ja, ja. Gut, hoffen wir mal, dass Herr Nan überlebt, weil der ist schon 59. Die wenigsten werden hier so alt. Aber es Vicomte. Wird dem Vizekönig Neuspanien zum der Titel Vicomte verliehen, so erhält er Zugang zu beträchtlichen Vorräten und Verstärkungen. Ja. Er macht sich noch am Ende einen Namen, hoffentlich. Und die werden halt hier zurückgedrängt. Die kommen nicht an dem Gebirge vorbei. Die kommen nicht da raus. Das schaffen sie nicht. Ja, was war das jetzt? Der Tod geht um. Hungrig nach weiteren Eroberungen und Gold bricht Spanien wieder in die neue Welt auf. Wo die Städte aus Gold auch sein mögen, diese Männer finden sie bei Gott. So, und weiterer kommt und will sein Glück hier versuchen. Pedro Menendez ist weit im Norden Havannas. Er ist hier angelangt. Bei den Franzosen. Ah. Ja? Wir greifen aber nicht an. Ja, mein Herr. Wir machen was anderes. Da ist eine Rebellensiedlung. Setz den Kurs, mein Herr. Wir gehen bis morgen früh vor Anker. In Europa verbreiten sich die Gerüchte um die neue Welt wie ein Lauffeuer. Man munkelt von Städten aus Gold und von mit Juwelen geschmückten Menschen. Schon befinden sich fremde Flotten auf See. In Europa verbreiten sich die Gerüchte um die neue Welt wie ein Lauffeuer. Man munkelt von Städten aus Gold und von mit Juwelen geschmückten Menschen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass diese nur ferne neuen Ländereien verlockend erscheinen. Schon jetzt befindet sich eine fremde Flotte auf See. Unsere Aufklärer haben englische Kolonisten entdeckt, die aus Südosten kommen. Hm. Die Engländer sind kommen. Die Engländer sind schon da. So, ich kann schon gar nicht mehr reden. Südosten, sagt er. Nur wo? Havanna natürlich nicht. Im Südosten haben wir eigentlich alles. Hm. Aber zum Glück sind es nicht die Briten. Die würden alles klauen. So kann ich erstmal alles klauen. So. Ich wollte erstmal ein Lied nehmen, wollte ich nicht. Steuern senken. Wenn ihr vielleicht da hinten sind, habe ich ein Problem. Aber ich hoffe, die greifen mich nicht an. Wenn, dann haben sie ein Problem. Dann werde ich zuschlagen, und zwar richtig. Joseph wartet schon drauf. Eure Befehle, edler Herr. Mit Gottes und eurem Segen ziehen wir in die Schlacht. Kleinstadt wächst, Veracruz. Dann bauen wir das doch einmal aus. Pedro Menden. Ja, genau. Der ist halt neu da. Hat schon einen Kommandostern. Baubericht, in Ordnung. Rekrutierung, haben wir keinen Agenten.
Okay. Monte Albano muss halt ein bisschen gesicherter werden, gesichert werden. Weil die sind doch da sehr vertreten. Ich würde mal die Speerträger Befehle, mit hinschicken. Eure Mann abrücken. Ja, vorwärts. Ja, das geht schon. Marschiert. Er wird da noch zwei Konquistadoren. Und da können wir einfach einen Missionar noch reinschicken. Nachdem wir den fortgebildet haben. Ja, das geht schon. Einfach die Ruhe dort bewahren. Was macht eigentlich die terraskische Armee hier? Das ist mein Territorium. Und soweit ich weiß, habe ich denen keine Erlaubnis gegeben, mein Gebiet zu durchqueren. Ich kann ihn mal fragen, was ist mit denen? Was machen wir da? Genau, ich habe ja nur Handelsrechte gewährt, nichts anderes. Nein, ich bin nicht sicher, dass die Ältesten einverstanden wären. als ob mein Reich 120 Gulden wert ist. Nun gut, dieser Austausch von Worten ist nun zu Ende. Bin unterwegs. Gib den Befehl! Egal, wir müssen das ja in Tuxtla sehr schnell klären, ne? Damit wir hier ein bisschen mehr Präsenz zeigen. So, aber erstmal schlägt er hier zu. Mein Herr, sollen wir einige das Leben schenken? Zu einer Nacht, rein da, Vizekönig. Tötet sie, Männer! Alle kann man nicht für sich erringen. Sprichwort der Navanjo. Lavanjo. So, Positionierung. Schöne Nacht. Okay, wir sind der Angreifer. Das macht es ein bisschen schwieriger, vor allem, weil sie weiter oben sind. Wir könnten aber vielleicht von der Seite angreifen. Warum nicht? Ich habe ja die Chance. Wir schicken ihn mal von der Seite. Wir könnten auch zwei rein. Ja, wir machen mal zwei rein. Gut. Dann, Elite-Krieger kommen mal hier hin. Die werden an der Seite zuschlagen und die einfache Infanterie kann einfach hier rüber. Das ist Miliz. Okay. Dann, wie sichern wir das am besten ab? Ich möchte halt nicht nach unten, das ist ein bisschen problematisch. Wir schicken die Bogenschützen mal hier rüber. Nicht so, neu auflösen und neu bilden und dann da. Gut, dann hat er die Formation. Schwertkämpfer dahinter. Elitekämpfer dahinter. General hier unten. So, und da ist er, Hernan. Ja, natürlich, die greifen nicht an, weil wir sind der Angreifer. Und ohne ihre Verstärkung werden sie einen Teufel tun, um sich überhaupt nicht bewegen. Sie sind der komplette Nachteil hier. So, dieser Baum, der ist toll. Weiter vorrücken. So, die Krieger können sich ein bisschen ausruhen. Die müssen nicht hier reinrennen. Das schaffen schon die Schwertkämpfer hier. Die Elite-Truppen können schon langsam rangehen. So, da positionieren sie sich. Wie weit können wir schießen? Ja, schon sehr weit. Ein bisschen weiter vorrücken. Dann können wir sie schon mal unter Beschuss nehmen.
Feuer frei. Die können nicht alle rüberschießen. Wir sind knapp davor. Wir die noch ein Stückchen nach vorne schicken. Ein bisschen. So, dann schicken wir die hintere Reihe auch ein bisschen nach vorne. So, lassen wir einfach die Pfeile sprechen, weil die wagen sich nicht weiter nach vorne. Und so spare ich Truppen. Die ich sowieso noch brauche für die Stadt. Die hintere Reihe, die kommt nicht gut hinterher. Wir müssten eigentlich die nochmal ein bisschen weiter nach vorne schicken, damit die da hinten noch frei, damit die drüber feuern können. So, ich möchte auch gerne mal, dass sie nicht frei schießen, sondern sich ein Ziel direkt aussuchen. Okay, doch, freies Feuer. Schießt. Positioniert euch mal richtig. Sind das überhaupt Speerwerfer? Wahrscheinlich ist hier der Hauptmann. Der da. Er ist leider außer Reichweite, nicht wahr? Ja, keiner kann ihn erwischen. Naja, dann lassen wir erstmal eine Zeit lang so weiter schießen. Kostet uns nichts. Wir könnten sogar auf normale Pfeile gehen. Schießen die etwas genauer. Glaube ich zumindest, dass es so war. Ja. Okay, wenn sie nicht weiter feuern wollen, dann sind wir bereit für den Schlag.
So, Infanterie nach vorne. Wir schicken die schwere Infanterie hier rüber. Die wird dann die umrunden. Während unser... Obwohl. Unser General, das macht er es besser. Unsere Elite-Krieger kommen hier runter. Werden von unten schlagen. So, General nach vorne. Oh, und rein da. General, ihr haut wieder weg. Gut, nächster. Die da hinten. Leichte Infanterie weghauen. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Ja, unser General hat leider keinen Sturmangriff gemacht. War nicht vorbereitet dafür. So, nicht mehr Formation waren, einfach rein da. Ebenso hier. Ja, weiter kommen sie nicht. So, einmal hier Position einnehmen. Der General haut den Rest weg. Alle, die jetzt fliehen, werden in die Stadt fliehen. Das ist natürlich schlecht für uns. Ja, das geht. Wir haben 11 Leute verloren. 11 zu viel. War aber einfach. Jetzt wird's schwieriger, die Stadt. Mal sehen, wie viele reinfliehen. Ja, da sind schon einige da drin, aber das muss er hinbekommen. Lass mich zustarten. Wir schicken sie in die Hölle. Marschiert! Früher oder später werden sie aufgeben. Wir nehmen 2 Belagerungstürme und 3 Leitern. Wann sollen wir die Mauern angreifen, Herr? Also wird eine Runde damit fertig. Ich hoffe, das überlebt er noch. Er ist nämlich 60. Er soll nicht während der Belagerung sterben. So, da können wir mal hier rüber gehen und das mal ein bisschen ausspionieren. Er ist ja bald unterwegs. Hier warten wir noch auf die Truppen, die da reinkommen. Die gehen jetzt zurück nach Havanna. Ja, mein Herr. Der Banner ist ja noch dabei. Wie viel Gewinn machen die jetzt eigentlich? Ja, sie haben Exporte. 500, 600, sowas. Ja, ich will die Musketiere. Egal. Ja, das klang nicht gut. Ich hoffe, er ist nicht tot.